Kopernikus außen, hat aber jetzt bereits die Nase vorn. Kopernikus außen zieht ja ganz sicher noch auf und davon. Kopernikus hoch überlegen. Kopernikus innen, Bogo mit CG. Kopernikus, Bogo mit CG. Kopernikus, Kopernikus, Bogo zu mit CG. Kopernikus vor Bogo mit CG. Hart, liebevoll, verrückt. Sehr lieb, irre, ängstlich. Lieb, kopflos, talentiert. Kopernikus ist besonders, weil er seinen eigenen Kopf und einen ganz speziellen Charakter hat. Seine überdimensionale Ausdauer, wenn er im Rennen einmal unterwegs ist. Kopernikus ist im Umgang und hier zu Hause ein absolut Vorzeigepferd, total brav, er ist reitbar, man kann ihn fahren, man kann ihn hinterherlaufen lassen, man kann eigentlich alles mit ihm machen. Kopernikus ist ein sehr, sehr, sehr besonderes Pferd. Er ist ein sehr talentiertes Pferd und hat ein extremes Laufvermögen. Allerdings ist er auch manchmal etwas komisch auf der Bahn oder im Wagen und das macht seinen zwiegespaltenen Charakter aus. Ja, Kopernikus scheint ein wirklich sehr besonderes Pferd zu sein und man wird ihn sich vielleicht auch gemerkt haben, da er nach 3 überragenden Siegen 2-mal vom Start in Mariendorf zurückgezogen wurde und in Hamburg weit hinter dem Startauto zum Start kam. Und da muss ich natürlich auf jeden Fall mal nachhaken, was da los war. Ja, Kopernikus wurde in Berlin einen Start zurückgewiesen von meinem Bruder, da er im Heat nicht wirklich regulierbar war. Aufgrund dessen, dass er aber auch einen Tag später eine Infektion hatte, wahrscheinlich Luftprobleme hatte und da beängstigend schnell wurde. Und da hat mein Bruder ihn zurückgezogen. 14 Tage später, als er den Anschein machte, wieder gesund zu sein, hatte er dasselbe Problem. Nicht, dass er danach krank war, aber da war er sehr giftig und mein Bruder wollte das Risiko nicht eingehen, weil er dann schon sehr schwer zu handeln ist. Danach hatte ich ihn in einem Probelauf gefahren in Karlshorst. 3 Wochen später, das war richtig gut. Dann sind wir nach Hamburg gefahren, da war er im Heat, den sind wir 8 Kilometer mit dem Begleitpferd gefahren, optimal. Vor dem Rennen war ich bei Thomas Reber im Rücken, da war er wirklich, da war ich innerlich sehr, sehr glücklich. Wir haben ihn aufgekentert im Rücken, alles, er war top, er ging nicht gegen die Hand, gar nichts. Dann wollten wir zum Start frei Auto umdrehen. Thomas Reber, sein Pferd und er sind umgedreht und zum Auto gekommen. Meiner ist nur halb umgedreht, ist dann auf der Stelle stehen geblieben, an der Ausfahrt zum Stallgelände oben. Und als er dann von meinem Pfleger und Stallpersonal wieder in die Rennrichtung geführt wurde und er dann auch loslief, war das Auto schon ausgangs des Bogens. Also kann man sagen, habe ich gute 250 bis 300 Meter fahren müssen, um ans Feld ranzukommen. 50 Meter bis zur Startmarke. Und der Start ist erfolgt, das erste Rennen unterwegs. Kopernikus begann hinter den Pferden. Und er selber ging in dem Rennen, er war 6 Länge weg vom Sieger. Er selber ging in dem Rennen 15 in Hamburg und das ist eine Hausnummer. Das Rennen war ärgerlich, aber gut, ist passiert. Es ist schön, so ein Pferd zu besitzen, weil er uns sehr viel Freude bringt, trotz seiner Eigenart einfach ein tolles Rennpferd ist, das in seiner Klasse so gut wie jeden Gegner schlagen kann. Für Mariendorf kommenden Sonntag sehe ich es positiv. Ich habe die Nummer 8, ich kann ihn freiweg oben laufen lassen. Mein Bruder ist auch mit im Rennen, mit einem anderen Pferd aus seinem Stall. Und da werde ich ihm auch wieder im Rücken fahren und wir hoffen, dass alles positiv verläuft. Die Arbeiten war ja total entspannt zu Hause. Er macht zurzeit einen relaxten Eindruck. Wir denken, dass es funktioniert und dann, es laufen zwar gute Pferde, sehr gute Pferde sogar, aber er ist, wie gesagt, sehr laufgewaltig und beängstigt. Über Gegner bin ich nicht. Jetzt können wir umso gespannter sein auf Kopernikus in Berlin-Mariendorf. Geht er oder geht er nicht? Aber wenn er geht, dann solltet ihr euch festhalten. Liebe Grüße an unsere Freunde in Berlin. Bleibt alle gesund und drückt natürlich Kopernikus die Daumen. Hashtag gemeinsam für den Trabrennsport.